stehen. Ja, so weiß ich. Schau mal schnell auf Discord. So, dann hoffen wir jetzt, dass das läuft. Discord, ist das da? Ja. Ja, ich sehe es. Ich glaube, das habe ich. Ach so, Gummi. So. Dann, ja, herzlich willkommen an alle Zuschauer. Ja, wir spielen heute wieder LS19 auf der Weichen. Ja, mit Basti und mit Drissi. Servus. Drissi, was suchst du? Hast du das verloren, oder was? Was hast du verloren? Kann der jetzt mit mir reden? Achso. Da war das so am Boden rumkrabbelt ist. Beziehungsweise er halt. Ja, gebückt rumgelaufen ist. Ach, der hat sein Mikrofon stumm. Ja, oder so. Ja, gut. Ja, gut, ne, wenn man die ganze Zeit redet, aber stumm geschalten hat. Ja, guten Morgen. Läuft bei dir. Schau. So, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Also ich weiß auch gerade gar nicht, was ich als nächstes mache. Ich weiß, was ich mache. Ich wüsste auch, was ich mache, aber ob der Tristan damit einverstanden ist, weiß ich nicht. Oh wei. Tristan! Erian Tristan! Hä? Hol deine Eiche. Ich weiß schon, was du machen willst. Ich wollte genau das gleiche machen. Okay. Dann ist ja gut. Schauen wir mal, dass es heute alles läuft, oder hoffe ich jedenfalls mal. So, das ist echt ein kleiner Maschinendarm mit große. Ja, das Licht will ich nicht anmachen. Ich will die Tür aufmachen. Ah, okay. Wo steht jetzt mein hässlicher Kack-Puma? Ach, da. Interessant. So, Ich meinte natürlich gutes, schwaches Biest. Ich meinte natürlich sehr gut aussehendes, aber nicht so viel ziehendes Biest. Moin, Leo. Was geht ab? Ja, nix eigentlich. Das ist der Eisen. Servus Eisen. Jetzt willkommen im Stream. Oh Mann. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich mache. Ne? Du kannst uns beim Main helfen. Ach, ja? Stimmt, Robby. Ich weiß was. Was? Jetzt kommt's. Ich habe zwei bewegliche Arme und einen Mittelteil. Und kann man einen Bulldog hinhängen. Was? Frontlader oder was? Nee. Kann schwadern. Achso. Ah, jetzt packe ich in meinem Eiche. Könnte aber auch ein Wender sein. An sich ja. Nein. Natürlich. Ja, aber ganz klar eine Wender. Bist jetzt du besoffen? Wende! Der hat meistens mehrere Arme. So. Der klappt nicht einmal. Damit? Was meinst du damit? Ich habe jetzt halt. Mein, du meinst ja. Die, jetzt halt, du meinst ja. Die Ding, die. Nein, die Unterlenker halt, wo es halt da unten einhängt, halt, habe ich jetzt gemeint. Die sind ja auch beweglich. Deswegen. Ja, aber es ist nicht korrekt. Ja, nicht nee, ist klar. Also, Dresden, aber bleib schon. Ja, dann hole ich den Schwader und dann... Spann dir mal. Schon lang dauer? Ja. Wo fangen wir denn überhaupt an? Bei mir. Schauen kurz.
Der Sound müsste eigentlich passen, hoffe ich. Gott, der Sound, ey. Je länger her, wo ich den gehört habe. Muss mal hoffen. Wir stehen noch bei dir unten, der Schwader da, oder? Ja, ja, muss jetzt noch nicht schwadern. Sondern? Also ich muss euch noch mähen. Aber der Tristan, kommt gleich. So. Ja, welches sind für ein Puma wegen. Der Tristan mäht, oder was? Was? Der Tristan mäht, oder? Ja. Nee, ich und der Basti mähen. Warum sind die Schwaden da weiß jetzt, oder beziehungsweise Schnee? Hat gar keinen Sinn. Ah, ja. Ich habe da nämlich Gras liegen lassen, getrocknetes, weil es halt noch Geheu war und jetzt ist es Schnee. War nicht schlecht. Ah, ja. Irgendwie keinen Sinn, aber gut. Fang einfach woanders an. Fahr am besten meine Bahn links daneben. Rechts. Ja, ich fahr schon mal runter und häng schon mal einen Schader dran. Ja. Ich weiß schon normalerweise, wie es geht, oder? Ich hoffe, dass die Lautstärke passt jetzt. Oh, ne. Das müsste eigentlich passen. Mockies! Ja, der Sound ist schon geil von dem IAC. Würde ich schon sagen. Hast du denn das eigentlich gekauft dann? Ja? Noch nicht. Nee, noch nicht. Nee. Was wird's denn? Ja, ich kauf mir jetzt dann schon. Überleg halt, ob ich Gülle fahre jetzt dann, ne? Der Robin mit der Gülle. Ja, ich, wenn jetzt dann fertig bin mit dem Gras, dann wird die auch hier gefahren. Ich tu mir lang. Ja, ich hätte ja meine Ecke, ne? Ja, stimmt, meine Ackerflächen habe ich ja auch noch. Naja, stimmt. Und das habe ich jetzt gar nicht drauf gedacht, ey. Ja, ich auch nicht. Ihr seid so unvorbereitet, wisst ihr das? Ja, das stimmt. Ja, ey, Basti, komm. Was machen denn ich den ganzen ich Tag? Ich hab mir heute den ganzen Tag Gedanken gemacht, echt. Und ihr? Ja, Sauerei. Ja. Tut mir leid. Ja, kann ja auch nichts dafür. Kann man machen, glaube ich. Warte mal, Basti. Lenke mal jetzt komplett rechts. Zieh mal das so Bahn durch. Ja, gleich. Ist spät ist. Das, na, passt schon. Ja, ich glaube, das kann man machen. Das passt gut zusammen. Ja, ich mache aber die untere Hälfte, weil du ziehst ja genauso langsam Bern auf. Ja, freilich. Zieh aber schneller auf, dann macht das Umre. Mach ich oben. Was machst du da draus, Basti? Ja, Heu versuche ich. So, Heu. Ja gut, das dauert dann noch, bis ich schwadern muss. Dass du das silierst oder so. Der, wo soll das denn rein silieren? Ja gut. Lass den da mal stehen, dann tue ich jetzt nochmal Gülle fahren. Das stimmt. Ding. Und was mache ich denn das? Mit dem Cent wahrscheinlich. Mit dem Deutsch wahrscheinlich. Sorry. Aber jetzt werden wir erst einmal ein paar Sachen verkaufen und was Neues kaufen. Und hoffen, dass das hinhaut, preislich. Ja, zum einen den Vier, den werde ich jetzt verkaufen. Der ist einfach. Ja. Ah, wir müssen uns verabschieden. Legenden sterben nie. Ja, klar. Ich finde, er hat alles hochzogen und der wurde auch nicht verabschiedet. Ja, das war ja auch Glump. Das war jetzt nicht, oder? Nee. Ja. Dasselbe Schenschabel. Dann fahren wir mal raus. Ein Glump. Fahren wir mal raus, wenn sich da noch jemand verabschieden will. Das Verkaufen, das Graffel.
Sick. Wow. Robby, toll. Was habe ich vor 5 Sekunden noch gesagt, gell? Ach so, und was ich auch verkaufen werde, ist der Fend. Also den werde ich auch verkaufen. Ah, was? Ach so. Ja, passt. Das dachte ich schon, du hast ja nur den kleinen. Ja, habe ich ja noch, aber den verkaufe ich jetzt. Nein, ich meine den eckigen da. Ach so, nee. Nee, den Rundhauber da. Da brauchst du ja nicht mehr Interesse dran. Favorit 4. Ja. Ach jetzt, da kennst du ja IAC-Fahrer mehr aus als der Fendt-Fahrer. Hey, warum? Ne. Merkst du was? Hey, warum? Habe ich gesagt, dass ich es nicht weiß? Nein. Tristan. Ach so. Und mich. Ach, sorry, du bist ja Deutschfahrer, hab ich ganz vergessen. Favorit 4S. Ne? Macht ihn richtig aggressiv. Favorit 4S Rundhauber, ne? Wenn dann. Ja. Venture. Jetzt kann ich da runtergurken mit dem Ding, ne? Könnten auch zurücksetzen und so. Er hat schon einen Helikopter abgeholt. Alter, mit Kopfhörer ist das echt krass, ne, der Sound. Alter, da tun ja nach einer Viertelstunde die Ohren weh, ey. Das ist Wahnsinn. Servus, Jonas. Herzlich willkommen im Stream. Wie geht's dir? So. Ich fahre den jetzt da nicht runter, ich setze den jetzt zurück, ey. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Auf lautstärkentechnisch passt das alles. Gut, wenn ich mit dem Schlepper fahre, hört man die Musik eh nicht mehr. Die Fronthydraulik verkaufe ich auch. Ich verkaufe heute ganz schön was, ey. Ja, der Händler freut sich. Also so viel wie ich verkauft hat noch keiner von euch verkauft. Sag mal, was treibst denn du? Steht denn der? Ist mir halt auch schon zu mähen, oder? Magst du ein Labyrinth, das macht man von links nach rechts, dein Karre blockt nur so im Börfen auf. Du kannst das, ich nicht. Ich muss die ganze Zeit aus dem Bunker gehen. Und jetzt hast du da so ein scheiß Kacke da gemacht. Basti, wie oft muss ich dir das jetzt noch sagen? Alter, mach jetzt und mach das. So, dann sitzt. Was soll denn ich jetzt mähen? Jetzt mach doch nicht so einen Scheiß zusammen! Was habt ihr denn für ein Problem? Dann kannst du jetzt die Wiesen selber mähen. Ich denke, Schuhe aber auf meine, Alter. Ich habe ja noch mehr eine. So, jetzt mal schauen. Genau, den da. Kassorge, Alter. Kassorge, ich hab nur. Ich hab noch ein paar was, irgendwas. Ballengabel brauche ich. Ja, alle mehr in mir jetzt mit Sicherheit nicht, Alter. Ich hab auch noch Acker, ne? Ja, die oben mähen wir schon mal, oder? Welche oben? Die oben Richtung Robby. Ja, die natürlich. Na jetzt, dann fange ich die jetzt aber an. Jetzt da noch den. Solange sie die Karre nicht bloch, macht's keinen Spaß. Hä? Deine Mähmer wäre schön zusammen. Hätte ich gesagt. Ja. Zu immer zur Stimme, Mike Mähder, wow. Die Blätter in der Gegend rumblähen. Vom Kork. Was darf ich bei den Boomer für Kaffee? Steht doch noch hier.
Nicht so eine gute Idee, ne? Das war immer noch der Beste, wo du gehabt hast. Wo du die besessen hast. Na, das stimmt nicht. Doch. Doch. Mit Sicherheit nicht. Doch. Fällt er vorhin 1300 gehabt, ne? Und jetzt? Ja, das hab ich schon noch. Dann hast du verschandelt bis von oben bis unten. Warum habe ich den misshandelt? Der hat eine Terrorbereifung drauf gehabt, so wie es gehört. Ja, nein, hat sie nicht. Was denn? Komm, Boschen. An dem Betrag sehe ich nicht als Abfahrbulldog. Ja, du nicht. Ja klar. Ja, du die nur, du vergewaltigst die nur. Du kannst mit sowas nicht umgehen. Wie hast du den auf der Stappen? Ja, das ist wieder was ganz was anderes, ich und du. Das ist nichts anderes. Dir gefällt das 724, also ist mir schon alles klar. Ey, Moment einmal, der 724 gefällt mir für ja, also. Was? Das ist ein schöner Pull. Komm, Baschi, du kannst mir jetzt nicht erzählen. Ich meine, ja, okay. Etzach, Ruhe! Das Dach vor dem ist halt pottenhässlich, muss ich echt sagen. Aber du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass deine neue Johnny dort das Dreckselende, Klump dort das Elende, dass die hübscher sind wie das im 24er. Also da brauchen wir wirklich eine Aufnahme. Das. Zweitens sind's. Ne. Du verstehst es eh nicht. Den Fahrer. Freilich werde ich das nie verstanden. Weil ich allgemein nur die alten Johnny mag. Das neue ist für mich. Jetzt brauche ich ins Mikro! Mensch! Soll die 5000 Meter vom Mikro entfernt werden oder wie? Ja, dann mach die leise! Oh Gott! Fix. Hast du heute schon wieder mit deinem Maggi? So. Ich werde jetzt auch verkaufen. Dann hoffe ich, dass es Geld reicht dafür. Da kriege ich ja schon 24.000 dafür. Kaufen wir auch, die brauche ich nicht, weil da mache ich dann mir eine dran, oder konfiguriere ich eine dran. Er ist schon geil, der Fendt, muss ich schon sagen. Aber er ist einfach zu klein. Das ist das Problem. Kann den halt für nichts gebrauchen. Außer zum Düngen vielleicht, aber nur fürs Düngen oder Spritzen, da kaufe ich keinen Schlepper. Das macht keinen Sinn. So. Gut, jetzt habe ich 106.000. Genau, jetzt kann ich mir einen anderen Schlepper kaufen. Habe ich eigentlich irgendwo so ein Icon, habe ich gemeint. Ich bin jetzt blöd. Okay, das können wir öffnen. Ja, das ist nett. Das wollte ich dir schon immer sagen. Was? Bloß ich hab mir nicht traut. Ja, was denn? Was ist da? Der, wo es jetzt angesprochen für den. Der. Was ist dasselbe? Oh Mann. Ich denke, was du meinst. Gut,
dann wieder halt so rein. So, ich werde mir kaufen ein Fendt 400 Vario. Ja, mit wie viel PS weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich mit 165. Schätze ich ja mal. Aber, wenn man da, dann nehme ich das dunklere, das schaut eigentlich besser aus. Das mal rot, die Felge. Bist du fertig mit der Wiesen? Mann, ich war hier gerade noch die ganze Zeit nach meinen Toneinstellungen hinzu. So, dann machen wir mich hier leer. Alter, mag ich aber nicht wundern. Gehen, wenn ich normal rede, dann passt schon. Jetzt zock einfach, wenn du eh bloß bis 10 kannst. Ich rede gerade so unendlich leise, ich verstehe mich selber verstehen. Ja, ist gut. So passt. Ja, das passt schon so. Ein Schilder. Nee, brauchen wir nicht. Mit Teppich. Zapfwelle brauche ich auf jeden Fall. Das brauchen wir nicht. Gut, dann nehmen wir jetzt den Frontladeranbau, brauche ich auch. Cool, genau. No, PS machen wir mal 415er. 165 PS, nee, 115er habe ich gesagt. Kannst du jetzt doch in Vario. Ja, klar, was sonst? Wenn jetzt den Farmer kauft, der hat wieder so wenig PS, oder der hat halt noch weniger PS. So habe ich jetzt 15 PS mehr. Ne, 5 PS mehr, aber bei den kann ich wenigstens Multi, also den kann ich wenigstens mehrere Sachen einsetzen, den kann ich wenigstens als Frontladerschlepper einsetzen, den kann ich als ja, den kann ich halt, was weiß ich, für alles Mögliche eigentlich einsetzen. Der hat halt ein schönes Eigengewicht. Naja, recht leicht ist er schon. Ja, aber schwerer wie der andere Fendt auf jeden Fall. Ja, das ist schon klar. So, der kostet jetzt 83.000. Passen so. Irgendwie riecht mir das auf. Was, na? Das wurde Puma nicht gescheit sicht. Das obere lassen wir gehen. Dann übertreiben wir so ein wenig mit dem Heu. Ja. Opfer zu. Ich leg halt gerade, ne? Weil ich vor. Ist halt Maschinen, wo ich hab's ja halt fast alle zu klein eigentlich für den Schlepper, ne? Gut, die haben 3 Meter, naja. Gut, dem mehr PS wie der andere hat er jetzt auch nicht. Großartig.
dann brauchen wir den jetzt. Fährst du mit dem Butterfly nochmal auf? Ja, aber die ganze Breite war nicht da. Irgendwas muss ich ja anfangen zum Aufrüsten. Ui, das war jetzt ein Knappel. Genau, dann brauche ich jetzt noch einen Frontlader. Robust F. Oh, oh, oh. Die Zahnpfähle sind schon gefährlich. Vor allem, wenn du das vordere Mähwerk noch ausgelockt hast. Ja. Das ist belastend. Da flackt halt eiskalt noch. So. Alles noch. Da gibt es Material. Ja. Schönes Gerät. Alter, es hat gar keinen Platz zum Mähen, Junge. Oh, ja. Wir mähen es gerade einfach bloß weg. Alter! Was ist? Junge, macht das Haufen! Hä? Ja, weil es keinen Platz hat zum Mähen, sammelt es die ganze Scheiße und wenn es mal eine freie Fläche gibt, Alter, dann wirft es die Scheißhaufen hin. Sollte aber auch nicht so sein. Das sollte sich eigentlich ein wenig durchmischen. Das heißt, wir müssen dann nochmal spulen, ne? Ist überhaupt was wird das soll? Theoretisch schon. Praktisch auch. Ich hab grad gar keinen Platz für meine Butterfly zum Ausklappen. Alter, guck dir mal die Steile an, ne? Was doch. Ja, das ist gut. Mal kurz schauen. Alter! Wundert dich nicht, wenn... Schau mal bei mir um, was da für Haufen hingeschmissen hat. Alter, was hängt denn das jetzt so? Ja, ich hab grad das eingestellt. Mit der Steuerung. Na, wie das jetzt so aus? Na, wo ist jetzt so lang? Dauert dies lang. Ja, ich weiß auch nicht warum jetzt. Das nervt. Wo stehen wir jetzt? Hallo. Na
manchmal, ne? Ich halte mal S schon gedrückt. Wie lange streamt ihr heute? Keine Ahnung. Mal schauen. 23, aber um 22 bin ich weg. Ja, ich schätze schon. Denke ich auch mal, ja. Wird das jetzt noch was oder nicht? Naja. Jetzt geht's wieder. Jetzt hoffe ich bloß, dass das mit der Taste geht hier. Nee, natürlich nicht. Boah, das scheiß Symbol IC da, das kotzt mich irgendwie. Ist immer neu. Du sollst das alte nehmen. Ja? Alter, leck mir am Arsch. Was ist denn das da? Oh fuck. So. Alter, hast du den Ranken gesehen? Ja. Scheiße. Alter. Also, wer auch immer da zettelt, viel Spaß dir, ey. Wenn du überhaupt musst. Wir mussten nicht, weil wir ein Ding dran haben. Normalerweise nicht mehr. Ja, komm, aber solche Heuschen warten, hey, da fährst du mit dem Ladewagen zweimal drüber und ist noch drin. Ja. Eigentlich das Einzige, was wir gerade machen, ist Murchen. Denn. Das stimmt. Oh Gott, ey. Jetzt, wenn die nächste freie Stelle kommt, Alter, der haut jetzt dann so viel Gras hin. Ja. Das ist schon ein schöner Schlepper, ey. Baschi, ich hab mein Groovy an, ne? Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ich wollte erwähnt haben, dass das nicht der Groovy war. Was dann? Was ist jetzt da? Kürzlich, die Wiesen sind ja gar nicht so groß. Die Wiesen ist nicht groß, aber die hat halt scheiß Ranken hier. Also ich bin immer gut aufgekommen. Ja, das ist schon klar, aber guck dir mal die Hänge an, ey. Alter Junge, wirf die Schaufen, die Scheiße. Alter, deins! Alter, deins macht den auf, Alter, Alter, Alter. Warte. Gib, Alter. Schutzbleche erwähnen, aber das macht ja nichts. Ey, nix schieben. Schieben nicht. Alter. Alter. Alter, bei dir ist das nur brutal. Ja, freilich, ich habe ja nochmal 3 Meter mehr. Au. Oh. Ich will gleich das Schild fahren, Grobi. Nee, geh ganz zaun. Das ist das gleiche. Oh, leck. Gleich das Schild fahren, da musst du das Richtige sagen, gell? Darum sag ich's ja. Ich könnte jetzt was richtig Mieses machen, aber das mache ich nicht. Nur wegen dir, Tristan. Oh Gott. Dann sagst du es mal wenigstens. Nee, das kannst du selber denken. Sag nur. N. Na, und mir sag ich nicht.
Nacht auf Englisch und den Rest kannst du selber denken. Nein. Ich bin so ein Depp. Legendenkanal, ey, ich weiß nicht, was du meinst. Das bist doch gar nicht du, was hast du denn? Das war ich vor 15 Jahren. Nee, in deinem vorherigen Leben. Du warst auch so ein Hässler. Alter, vor allem mein Speckwandendorf, ey. Ja, ich, dein Melonenkopf, Alter. Das war das Geilste. Haben sie mir aber Schreibhörnchen genannt, Alter. Ja, die Wiesner haben es doch schon wieder, ne? Das ist ein anderes, ja. Ich wollte gerade sagen, halt, du fängst da hinten an. Wenn wir dann beim Robby, oder wie? Ja, beim Robby, der hat schon. Brauchen wir nichts mehr mähen, wir sind jetzt dann fertig. Ja, das passt schon. Ach, dann mal Tristan, jetzt schauen wir schnell in den Shop. In den Shop? Was wollen wir im Shop? Wir haben doch 14 Kubik Fass. Wir haben doch 14 Kubik. Wir haben gar kein anderes drin. Ich dachte, wir haben 16 oder 18. Nee, wir haben 14. Ach, das VfW oder so. Fliegeldingens da. Irgendwie so. Fliegel, das war was ich aber. Mit welches? Das ist eigentlich mein Gewicht, mein schweres. Achso, da steht's ja. Ja, ich hab das jetzt gar nicht gesehen vorhin. Das hab ich komischerweise vorhin auch nicht gesehen. Das ist schwarz. Bro, ich brauch schon 3 Tonnen Gewicht. Nee, das 800 reicht nicht. Hey, das Scheißding, Alter. Das ist so ein Viech. Was? 3 Tonnen Gewicht. Ja, braucht ja fast keiner eigentlich. Außer du wirst jetzt verdichten vielleicht, aber... Ja. Dann brauchst du was. Wenn ich ein 45 Kubik Fliegel voll wieder aufstellen willst, mit einem Karre, der fast nichts wiegt, doch. Aber wenn er vorne nichts wiegt, bringt er das 3 Tonnen Gewicht auch nichts. Oder dann geht's auf beide Seiten. Jetzt sollten wir wegkommen. Weil das muss man auf freie Fläche. Halt, lass mir noch vorbei. Jetzt muss man noch schnell auf eine freie Fläche mähen, was? Dass sich die Kacke entleert. Da wirfst du schon wieder einen Haufen nach. Warte mal, ich weiß ganz genau, wie ich jetzt hin soll. Hau jetzt alles auf die Straßen auf. Oder halbe nur in meinen Hof rein. Mach's gleich im Silo. Ich hab gar kein Silo. Nicht noch das, wo die Dächer da drauf sind. Ja, genau, aber das stimmt. So, ich danke dir. Lieber IHC oder Deutsch? Boah, schwierig. IHC. Würde ich auch sagen, ja. IHC, ja, IHC ist dann doch schon noch geiler. Also, ich mein, die alten, Deutsch. Also die alten halt, ne? Also so ein 10,56 oder so, also sowas, was ich halt hab, oder. Oder ein 8,33 oder irgendwie sowas halt, ne? Ist dann doch besser wie Deutz, aber wenn Deutz, dann, ja, sowas hier. So Agrostar oder. DX. Oder DX, ja. So DX. Die alten Modelle halt. Also die wirklich alten, also, ja, die wirklich alten Modelle jetzt nicht, aber. D30 muss ich jetzt nicht haben, aber. Mit sowas, ne? Kommt der Ruschli 14.06? Der mit seinem Agro Plus da. Boah. Den hab ich jetzt gar nicht gedacht an das Klump-Ding da. Das ist noch schlimmer wie mein Renault.
Ja, dann müssen wir jetzt vorspulen, ne? Eigentlich. Warum? Ja, dann hau vor. Komm, auf, bis Anschlag. Ja. Nicht eine lange, kurze Rede, gar keinen Sinn. Also, auf. Wollte ich nicht auch mal 2000 spulen? Ich mein. Ja, kannst. Nein, auf 480. 480. Aber das geht komischerweise nicht. Ja, ja, mit dem Mod noch mal Umschalter oder so. Auf STRG 5. Entschuldigung. Ja, schon eine Weile, Weile. Ach so, ja, stimmt, so ging das. Ja, hab auf Anschlag, keine Gnade. Es ist ja Anschlag. Mehr geht nicht. Warte, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Ja, ey. Ja, Robby, das haben wir jetzt auch schon gemerkt. Ja. Oh. Ist aber in Richtung. Oh, ey, Mann. Bringt der Ladewagen wieder. Ich glaube, bei dir sind drei Tiere gestorben. Bei wem? Bei dir. Mir? Ja, du hast ja Tiere. Ja. Die haben ja keine Tiere. Die haben kein Wasser. Na doll. Just. Jetzt ist schon zu spät. Und Fendt und IAC. Ja, eindeutig Fendt natürlich. IAC. Na, Daniel, bei mir ist bin ich dann eher Fendt. Wobei, es kommt halt immer drauf an, ne, ob jetzt so alt was für oder... Karre es ist. Ja. Also wenn ich jetzt sagen wenn würde, jetzt... so ein Fendt 300 LSA oder so, gegen einen IAC, ja, so ein IAC da, ne, wo ich hab. Ding, wie heißt das selber da? Ne, wisst was ich meine? So einen hier, ne, so ein 946. Dann eindeutig. Dann ist eindeutig der IAC. Mein Favorit. Speichern lassen, so. Müssen wir weiterlaufen lassen noch, ne, eigentlich. Oder könnt ihr jetzt was machen? Nee, auf. Also, ja, ich mir dir so was, hast denn? Können wir gleich bis zum Winde spulen, ey. Naja, das nicht, weil ich will ja dann noch Gülle fahren und alles. Das will ich schon noch vor dem Frühling machen. Jetzt hab ich noch nicht abgehängt, ich Trottel! Oh Mann. Ah, oh, jetzt hängt er da hinten im Eck. Was ist denn das? Ah. Ja, warten wir mal, bis es heu wird. So, jetzt mache ich dann auf Bruchscheiche. Hauptsache Vollgas. 16% hat's jetzt halt. Hauptsache Alkohol. Das ist nicht dumm. Was ich glaube, ich verkaufe eine Macke, bitte. Die eine. Hey, was willst du da verkaufen? Ein Acker. So ein Acker, ich hab verstanden, Backe. Deswegen habe ich gesagt, hä? Ich hab mir gedacht, hä, du hast doch keinen Backe.
Deswegen habe ich jetzt ein Danke, fest, dass du mich eingesperrt hast. Das sehe ich doch nicht, sag etwas. Hast du nicht gesehen, dass ich reingegangen bin? Nee, ich lauf. Du, wenn du so im Echt bist, ja. Ich überfahre dich auch und dann sagst, danke, dass du mich überfahren hast. Ja, das, was soll ich sagen? Ich glaube, das weißt du. Halt, halt mal. Ah, ja, warte. Da spul weiter, komm. Ja, ich spule. Mach ich wen denn? Dessen. Ist ja noch geheu. Ne, jetzt hat's 14%. Ach, zum 12. wird's dann wahrscheinlich heu. Das greifen. Ja, das könnte passieren, aber. Ja, es meldet dann das Wetter. Naja, der nächste Tag wird jetzt dann Wetter bewölkt, dann der übernächste wird. Ja. Ja, bewölkt, sonnig. Also Regen ist auf jeden Fall nicht in Sicht. Also, dass es reinregnet, brauchst du jetzt keine Sachen auf jeden Fall. Hab ich auch nicht vorgehabt. Sollte eigentlich nicht passieren. Es ist da oben alles gemäht noch. Nicht schlecht. Alter, geht's im Arsch. Hopp, weg. Jetzt wollte ich schon wieder. Ich mache die Kur. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade nicht in der Nähe. Jetzt läufst du wieder um Reifen. Blöde. Blöde Kuh. Blöde Tanten, die. Großmodell. Weg! Schnarr. Oh Mann. Vor allem das ist auch alles so geil, ey. Paschi sagt Abel, wenn wir auf Stabenbach zocken und dann laufen sie halt Abel greinze quer auf der Straße rum. Und sagen sie mir, sind das jetzt unsere neue Beifahrer? Oder? Oh Mann. Boah, das Geilste ist bei meinem 820er, da ist halt Beifahrer mit drin. Und wenn du halt da als Beifahrer reinhockst, bist du so ein ganz Bierblech. Ich glaube, da können wir noch bis zum nächsten Tag spulen. Das wird wahrscheinlich nichts. Sehe hier nichts, Megan. Ich sehe hier Robby schon wieder, wie der Taschenlampen rumrennt. Ja, das Zeug ohne Rohren hat er es. Ihr habt das Licht in der Hallen schon gesehen. Ich was klauen oder was? Ja, weißt du. Nichts Besseres zu tun. Da gibt's nichts, was dein Herz begehrt. Doch. Also geschleicht die oder? Nee. Naja, den Grubber nehme ich schon gerne mal, oder den Abschieber nehme ich gerne mal mit, habe ich nichts dagegen. Das ist kein Abschieber. Ja, den Kipper halt, ist ja wurscht. Mit was willst du den da ziehen? Ja. Also mit dem Fett wird's knapp. Naja, ja, wird knapp. Das wird sehr knapp. Aber der Grubber geht schon. Ja, der Grubber schon. Ja, der plus 3,5 Meter. Jetzt schau wieder auf die Wiesen. Ist immer noch kein Heu. Da bist du immer. Auf der Wiesen. Hat immer noch 16 Meter. Nein, spaß dir. Robby mit dir, Gülle. Hör auf. Ist halt immer noch 16%. Hör auf. Kennst du es nicht? Ach, hör auf!
Hat wer Bock für mich zum Eggern? Nicht wirklich. Gibt's einen extra Preis? Drummel, Schellen? Toll. Roten Gott daran. Bist du auch hier nicht? Schein Eicher gehört. Ich, okay. Ich habe. Hallo? Okay, jetzt kann was ich mir nicht. Saft jetzt. Na super. Das ist heu, aber jetzt ist es nachgewachsen. Toll. Das ist auch ein Witz, oder? Wachstum ausschalten. Hätte ich machen sollen, ja. Geht nicht bei Seasons. Jetzt ist schwarz. Ja, jetzt schon bei euch war dann. Jetzt schwarz. Schon ja. Scheiß ja. Doch drauf. Ja. Baschi! Baschi! Guck auf die Zeit. Ja, und jetzt? Ich bin noch da. Ich hab gesagt, hast du bis um 11 Uhr. Meine Mutter hat gesagt, ich hab bis um 10 Uhr. Die Grüttelsau, die Elende, ey. Und jetzt auf einmal bin ich weg. Feierig. Jetzt hat er die Zeit runter. Ja, warte. Achso, du willst jetzt heu fahren, oder wie? Ja, der Robby tut jetzt schwören und ich tu pressen und du fährst heu. Ja, das wird jetzt erst einmal interessant. Ich dachte mir eh nicht so. Fällt ja beides noch nicht angesagt. Zuerst wird ja auch hingefahren. Oh, Entschuldigung. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich hoffe, es hat gemundet, mein Herr. Okay. Ja, was? Was man nicht heben kann, muss raus. Ja, ist so. Nur gute Sachen habe ich gesagt. Das ist eine zerkratzte Felge. Voilà. Ich brauche eine größere Halle. Warum habe ich jetzt G gedrückt? Bin ich dumm? Ja, ne. Noch voll. Alter, aber auch der Leistung, ey. Kann ja gar nicht sein. Hört ihr mich? Ja. Ja. Jetzt kriminell.
Das ist jetzt natürlich blöd, ne? Ja, dass das jetzt danach gewachsen ist. Man kann jetzt auch nichts ändern. Ja, ich auch nicht. Jetzt ausschalten sollen das Pflanzenwachstum. Es geht nicht bei Seasons. Ja, kannst du ja nicht. Ja, stimmt. Das ist doch scheiße, sowas. Mein Karre sieht schon wieder aus, als hätte ich gerade Gülle gefahren. Und das Gülle fast wäre explodiert. Aber irgendwie ist das Gefühl, dass auf der Reichen... Also fackelt er bloß ab. Ja, wahrscheinlich fackelt der an der Kabine ab und am Motor nicht. Kabelbrand. Ja, okay, ist schon mal... Meisten kann fackeln von hinten nach vorne. Weil meistens der Boden nicht brennt, schon das Anbaugerät. Meistens ist er brennend. Ja. Ja. Scheißdreck. Falber schuld. Mit der Pressen fahren was? Ja, nicht unbedingt das. Letztens habe ich gesehen, da hat einer an der Pressen in Knoten eingefettet. Ist ja die ganze Zeit der Garn runtergerutscht. Oh man. Oh man, ey. Toll. Hast du das TikTok-Video schon gesehen? Nee, scheiße, hab ich noch nicht angeschaut. Ich hab gedacht, den verkauft. Den. Bis dann. IAC. Weißt du, willst du mich verkaufen? Jetzt bin ich ja enttäuscht. Du hast gesagt, du willst ihn verkaufen. Ach, in 1500? Ja. Höchstwahrscheinlich. Was hast du eigentlich ein Räumschild, wenn du eh nix zum Räumen hast? Darf ich auch noch verkaufen, weil das habe ich mir mal damals gekauft, wo wir noch Gras saliert haben. Dass ich es reinschieben kann in dein Silo, aber nein, ist natürlich nicht gegangen. Nee, es geht auch nicht. Was ist der Scheiße? Warum steht der in der Werkstatt? Der ist nicht in der Werkstatt. Da muss dein Deus rein. Ja, was? Du musst, wenn dann eine Fendt rein. Ja, schon. Ja, nee, zuerst der Deutz und dann der Fendt. Na, der allererste ist der Mock in der Werkstatt. Nein, die. Warte mal. Oh, jetzt kommst du. Komm mal rein. Warum muss ich eigentlich schwadern? Du hast gesagt, du hast nichts zu tun. Hat schon was zu tun, so ist es nicht. Ja. Warum zieht der Blade gerade nicht? Doch, aber... Geht schon. Ich habe ja nicht gesagt, dass du es machen musst. Ich habe nur gefragt. Nee, das ist schon. Weiß auch gleich. Ich hoffe, dass mein letzter Tristan den Acker verkauft hat. Passt. Perfekt. Muss noch mehr Stroh holen. Bergauf ist halt kriminell, ne? Ja, aber allgemein, Bergauf ist da wegen auf der Map. Ja. Da trifft alles an seine Grenzen. Ist halt, ja. Ist krass gemacht hier. Uns fährt er mit 15 rum, also das ist ein Problem, oder 17. Ah ja, So ist es also. Alter Schwede. Ja, was denn? Wenn ich bei meinem Euroboss da Schläuche nicht angekoppelt habe und habe den Stein dran, dann
geht's voran. Von hinauf. Okay. Hey. So ein Steier, wo du hast, gefällt mir jetzt zum Beispiel auch nicht. Muss ich sagen. Jeder seines Geschmacks. Ja. Mir gefallen eher dann so die CVT oder so, also die 60er halt. Oder 63er halt, wie auch immer die heißen, genau. Neueren Steier gefallen mir jetzt auch nicht so, muss ich sagen. Hm, doch. Gefällt mir schon. Ja, es geht. Es ist besser wie. Tuda wollte ich ja meinen Weg machen. Es ist besser wie bei anderen Marken. Da sind die neuen Schlepper wenigstens noch optisch schön. Bei anderen Marken sind sie nicht mehr so schön, finde ich. Bei was von Marke? Ja. Zum Beispiel. Ja, schon dir zum Beispiel. Wie? Ja, die neuen Modelle halt. Was ist mit denen? Die schauen halt optisch blöd aus einfach irgendwie. Ich weiß nicht, mir gefällt das nicht. Nee, da viel schlimmer. Jetzt, ja. Sorry, war kurz weg. Nee, ich hab die gekickt. Anschafft. Nee. Real. Muss es sein. Nee, der länger auf Zeige kann ich nicht. Oh, ich könnte meine Baustelle wegen ihr. Also ich finde zum Beispiel, wenn man den 8R zum Beispiel von John Deere, wenn man den jetzt... Ja, wir lassen das Thema, lieber. Ja. Bitte. Ja. Hör einfach auf, ich kann es nicht hören. No way. Nee. Der ist nicht schade. Bei mir hat das nicht, bei mir ist das nicht passiert, ne? Mit dem Gras. Aber bei mir war es auch schneller Heu, ne? 17 Grad, was willst du warten? Ja. Ist eigentlich ein Wunder, dass es überhaupt Heu wird, weil Sonne war ja, ist jetzt auch nicht wirklich da. Den Tag davor auch noch da gewesen, richtig. Nee, ich glaube, da würde jetzt ein paar Sterben zu arg. Wenn ich das jetzt mal. Aber anscheinend gefällt den Rasek der Johnny besser. Der ist wohl nicht so zufrieden mit seinem Fan. Also halt. Weißt du, was ich meine?
Welchen Jungle Mindschilds? Nix Spezielles halt. Mindschilds sind sein 7R oder wie? Der hat kein 7R. Ja, was hat der? Ein 6er. Der ist aber anscheinend nicht so zufrieden mit seinem Fend. Ja, weil er Schabel Fend gehabt hat. Der hat schon immer Fend gehabt. Ja, und jetzt halt nicht. Oder jetzt immer noch, aber halt wohl nicht zufrieden. Ja, natürlich, weil der nach was sucht, was sie doch mag. Der, okay. Den juckt's ja nicht, was der ihn wegsaugt oder so. Juckt ja den, der hat ja genug Geld. Der, wenn sie über sein Geld beschweren würde, dem würde ich eine Runde fotzen. Ja. Na, ohne Scheiß, Robby. Die haben jährlich haben die einen Schaden von 50.000 Euro. Mindestens. Muss schon mal geben. Da kommt der Banner, die haben nicht einmal 30.000. Ja, frage ich mich, wie die mit den Maschinen umgehen, wenn die so einen großen Schaden haben. Hauptsache Blocher. Aber volle Kanne und Hauptsache Vollgas. Ganz einfaches Prinzip bei mir im Rasek. Wir schon Minuten zu spät, wirst du zusammengeschissen. Ja, sollte man halt nicht machen, ne? Also mit den Maschinen meine ich jetzt halt. An sich, hey, der Sigi, das ist ein sympathischer Typ und fahren kann er auch gut. Aber die Fahrer, wo der hat, ich mache es eigentlich auch gerade voll Laderei. Ja, weißt du, ab und zu immer schön. Ein Karabloche ist ja auch immer schön und ist ja okay. Aber andauernd nicht. Oh, ich rutsch weg, ne? Das gibt's gar nicht. Was ist denn das hier? Ich rutsch seitlich weg, ne? Alter, geht jetzt Strom noch? Ich weiß nicht. 28 Kubik. Jetzt weiß ich, an was mich der Sound erinnert von dem IAC irgendwie. Ich hab schon die ganze Zeit überlegt, an was mich der erinnert, ne? Also mit Kopfhörer jedenfalls. Ich weiß nicht, ob's sich anders anhört, aber er erinnert mich irgendwie voll an den alten Fan vom LS11 oder so, oder halt Lizard oder wie der da geheißen hat. Ja, den standardmäßigen Fend halt da, oder Lizard oder wie der geheißen hat, ich weiß nicht. Lizard, glaube ich, hat er geheißen. Der